Aber jetzt wollten wir eigentlich Parfums sehen. Und zwar Top 10 langanhaltende Parfums für Männer und Frauen in 2020. Das ist auf jeden Fall ein Top-Format. Ich grüße euch recht herzlich, meine fantastischen Deutschen. Das ist ein Top-Format jetzt. Das. Zum Zuschauer. 10 langanhaltendste Parfums. Ja, manchmal weiß man nicht genau, was so vor sich geht. Manchmal, ja, ich meine, so ist so, wie es ist, ne? Ja, genau. Ich würde gerne mal einen Tag in seinem Kopf stecken. Ja, es stimmt auch. Für Männer in erster Linie, aber auch für Frauen. Das ist Pegasus, das ist der erfolgreichste Duft dieser teuren Nischenmarke Parfums de Marly. Es ist ein Bittermandelgeruch. Wenn du Mandeln gern isst, wenn du ein Nussfreund bist, wirst du diesen Duft lieben. Die Frauen lieben den, insbesondere im Winter empfehle ich dir den. Ein weiterer schöner Winterduft ist Florental von Comme des Garçons. Das ist ein Duft für den saudi-arabischen Prinz. Das ist ein orientalischer Geruch mit Pflaume. Sehr sexy, mehr so für den orientalischen Typ. Mit Harzen drin, wundervolle Haltbarkeit. Nicht so stark wie der davor, aber trotzdem richtig geil. Auf der 8 haben wir Ultramale. Der ist auch wundervoll. Was macht denn hier Steve? Sexy und stark, weil ich zeige euch hier Düfte. Es gibt stärkere auf der Welt. Hä? Wer kennt es nicht? Den saudischen Prinz aus der Nachbarschaft. Bloß, wenn du mir einfach Kuhmist auf die Haut schmierst, ist das auch ein starker Duft. Aber das ist irrelevant im Sinne von Sexy Ladies Reactions. Du willst also gute Reactions von den Frauen, von den Männern bekommen. Und hier haben wir also einen gesunden Mix von extrem guter Haltbarkeit sowie sehr guten Komplimenten, ja, die du kriegst. Ich muss einfach mal im Duty Free alle so durchriechen, damit ich überhaupt weiß, was das für Düfte sind. Habe ich noch nie getestet. Mehr. Ihr kennt's, das ist der Clubbing-Duft von Jean-Paul Gaultier. Auf der 7 haben wir Ristretto Intense Café von Montal. Hier ein Duft. Ja, den habe ich mal probiert, den fand ich nicht so gut. Insbesondere für Männer zum Ausprobieren. Wenn ihr eine Frau seid, versucht den Roses Musk, wie gesagt, oder als Mann Intense Café Ristretto. Und das ist, wie der Name schon sagt, ein wundervoller Kaffeegeruch. Auf der Nummer 6 haben wir Tobacco Oud von Tom Ford. Ein Granatenduft, ein sehr langanhaltender Duft für Männer. Sehr sexy. Marc, du musst endlich auf YouTube eine Parfumserie starten. Das wird wild. Ich weiß nicht. Hier macht es mir Spaß, aber jetzt eigene Videos zu machen, ey Mann. Sehr langanhaltend, aber wie ihr wisst, Tabak ist sowieso mit Oud eine sehr starke Kombination. Und weiter geht's. Auf der 5 haben wir den Tiger-Duft, und zwar The Dark Side. Dieser Duft ist ultra langanhaltend, aber der ist sehr limitiert, so wie ich es verstanden habe. Nur 4000 Stück, habe den zugeschickt bekommen. Aber ist jetzt nicht so, dass ich den unfassbar geil finde, aber Kreativität sehr krass und Haltbarkeit sehr krass. Wenn ihr den ausprobiert... Doch, oben ohne Marc. Das wäre es, wenn ihr mich oben ohne seht. Oder nur mit Krawatte oben ohne. Das wäre es auch. Wenn ihr könnt, empfehle ich euch das. Sprüht euch den auf dem... Demnächst wird ein Parfum-Quiz erscheinen. Ah, okay. Ja, das Taschenquiz mache ich mit Victoria im nächsten Stream. Irgendwo hier im Geschäft auf die Hand. Und dann sagt ihr, alter Schwede, der knallt aber richtig rein. Weiter geht's. Auf der 4 ein eher unbekannter Duft. Das ist Last Night von Edward Bass. Okay. Dieser Duft ist sexy. Leer jedoch, musst du sagen... Ist nicht für jedermann. Das ist also ein Rosenduft. Hier haben wir wieder einen wundervollen Duft für Frauen, okay, aber auch für Männer. Und weißt du was? Ich gebe mir den jetzt heute. Ich kaufe mir gleich ein paar Sachen. Und das ist ein sehr teuer riechender, langanhaltender Rosenduft. Einer der besten Rosendüfte, die es gibt. Okay. Auf der Nummer 3, ach, der ist ja auch mega geil. Sana Chardin und das ist Berber Blonde. Und warte mal, das müsst ihr jetzt erstmal lesen können. Das geht ja nicht sonst. Berber Blond. Und das ist ein wundervolles Parfum, was ein Neroli-Duft ist. Ihr kennt's, Neroli, die Trendnote von 4711, schon hunderte Jahre zuvor. Und auch natürlich von Tom Ford jetzt wiederentdeckt. Richtig geiles Parfum, ultra langanhaltend, sehr teure Qualität, sehr langanhaltend. Auf der 2, einfach aufgrund dieser massiven Kreativität, wollte ich euch diesen Duft auch zeigen. Der nennt sich Sancti. So Sancti. Eine Art wie heilig nennen die das. Okay. Und zwar haben wir hier
Ingwer drin sowie Weihrauch. Eine sehr... Ja, Weihrauchduft kennt man ja, ne? Das mag ich auch im Winter sehr gerne. Kombination Ingwer mit Weihrauch. Ist das nicht kreativ? Ingwer und Weihrauch, das ist doch mal was richtig Geiles. Sehr langanhaltend, sehr interessant. Und auf der Nummer 1, der langanhaltendste, heftigste Duft, den ich derzeit habe in meiner Kollektion, ist... Von die Marke feiere ich sehr, aber bis jetzt habe ich keinen Duft gehabt, der langanhaltend ist. Sohan von Panhaligans. Und ich teste gerade, ob das spannend ist, euch das so zu präsentieren. Geht eigentlich. Und ich muss nicht so viel editieren. Wisst ihr, so ein Video zu editieren dauert lange. Und natürlich mache ich am liebsten One-Takes. Und das ist für euch natürlich immer natürlicher. Und natürlich ist immer gut, wenn ich alles in einem Guss schieße. Also, das ist Sohan. Geiles Parfum, sehr, sehr gutes Parfum und der riecht nach Oud und Schweiß. Also das klingt crazy, aber es ist so Oud, ein sehr potentes Holz, dazu ein Schweißgeruch, der aber sexy, männlich riecht, richtig potent. Ich muss mir den nochmal gerade hier aufsprühen. Ja, es ist heftig, heftig, orientalisch. Muss ich mal ja, man merkt auch testen. Ein bisschen... Ja, man merkt so ein bisschen so Räucherstäbchen-Style. Also es ist schon eine, das ist schon eine Granate, dieser Ding. Das ist der heftigste Duft, den ich derzeit habe, was Haltbarkeit angeht. Ansonsten natürlich, holt euch gerne meine Parfums. Fragrance One, die halten sowieso, solange es nur geht. Also meine Parfums sind darauf ausgelegt, dass die einfach nur ewig halten und dir Komplimente bringen. Also im Prinzip genau das. Ich gebe zu, diese Düfte sind kreativer als meine, aber ich will, dass ihr Results bekommt, also Ergebnisse bekommt. Ich denke, das, was ich euch hier gezeigt habe, war mehr eine Connoisseur-Liste und ich gebe euch Düfte, die im Alltag praktischerweise immer funktionieren. Im Büro, beim Date, im Club und so weiter. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch meine Parfums kauft. Sie sind wirklich gut für euch. Fantastische, langanhaltende Compliment-Getter-Parfums für Frauen und für Männer haben wir jetzt auf meiner Website fragrance.one. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis dann. Also ich sag mal so, Parfums kaufen ist cool, ist auf jeden Fall cool, aber Parfums geschenkt bekommen ist, glaube ich, noch besser.